Hey Leute, dieses Video wird der erste Teil einer kurzen Serie von Videos sein. In diesem Video und in dem Video nächste Woche Mittwoch werde ich euch alle Machtkräfte vorstellen, die universell genutzt wurden, sowohl von Nutzern der hellen Seite, wie auch von Nutzern der dunklen Seite. Danach die beiden Mittwoche wird es dann noch Videos zu allen Machtkräften der hellen und allen Machtkräften der dunklen Seite aus Star Wars Legends geben. Ich gehe hier speziell nur auf Legends ein, da es die meisten Kräfte aus dem Kanon auch schon in Legends gab und immer mehr von Legends auch in den Kanon mit übernommen werden. Und da es momentan in Legends eine Fülle an Machtkräften gibt und im Kanon bis jetzt nur vergleichsweise wenig, ist dieses Video dann auch Legends. Generell lassen sich alle Machtkräfte in drei Kategorien einteilen. In die Kontrolle, das Spüren und das Verändern. Im Jedi-Orden wurden Jünglinge zunächst in die Fähigkeiten der Kontrolle eingewiesen. Die sollte ihnen ein Gespür für die Kräfte der Macht geben und ihnen dabei helfen, auch andere Kräfte zu erlernen. Zunächst lag der Fokus der Kontrolle bei der Selbstkontrolle und der Beherrschung des eigenen Körpers. Der Bereich der Kontrolle war dabei auch noch einmal in drei verschiedene Oberkategorien eingeteilt. In das Tutaminis, Curato Salva und Altus Sopor. Das Tutaminis beschrieb dabei Fähigkeiten, die Energie absorbieren konnten. Also solche Fähigkeiten, die zum Beispiel Blasterschüsse abwehren konnten. Das Curato Salva war der Oberbegriff für alle Machtfähigkeiten, mit denen man sich selbst heilen konnte. Und das Altus Sopor stand abschließend für Fähigkeiten, durch die der eigene Fokus auf die Macht verbessert wurde. Um die Fähigkeiten der Kontrolle zu erlernen, wurden den Jünglingen vor allem zunächst Meditationstechniken beigebracht, durch die sie besser mit der Macht in Kontakt treten konnten. Den Jünglingen wurde zum Beispiel die Lichtschwerthaltung, genannt Zentrieren des Seins, beigebracht, in der das eigene Lichtschwert kurz unter dem Kinn in einer horizontalen Linie gehalten wird. Diese Haltung wurde oft in Anwendung verschiedener Meditationen genutzt. Eine solche Meditation war zum Beispiel das sogenannte Al-Chakra, durch welches die Verbindung zur Macht gefestigt wurde. Eine weitere frühe Fähigkeit, die ein Jüngling erlernte, war die Kunst der Bewegung. Bei dieser lernte der Jüngling seine Bewegung und Reflexe durch die Macht zu verbessern. Dafür gab es einen eigenen Hindernisparcours, auf dem die Jünglinge diese Fähigkeit trainieren konnten. Eine Erweiterung dieser Fähigkeit war die Machtgeschwindigkeit. Mit dieser Fähigkeit konnten sich die Anwender um ein Vielfaches schneller bewegen, als es normal für sie wäre. Die erhöhte Geschwindigkeit erlaubte es dem Anwender, alles um sich herum in Zeitlupe zu sehen, wodurch sich nicht nur seine Geschwindigkeit, sondern auch seine Reaktionszeit verbesserte. Um sich vor Gefahren zu schützen, konnten auch andere Körperfunktionen manipuliert werden. Zum Beispiel konnten Machtnutzer ihren Körper so kontrollieren, dass er das Bedürfnis verlor zu atmen. So konnten sie mehrere Minuten lang sich in Umgebungen aufhalten, die giftige Gase enthielten, ohne von den Gasen beeinträchtigt zu werden. Eine extremere Art dieser Fähigkeit war das sogenannte Moritschro. Mit dieser Fähigkeit konnten Körperfunktionen verlangsamt oder ausgesetzt werden. Auf einen selbst angewendet, half sie dabei, über längere Zeit ohne Essen, Wasser oder sogar Sauerstoff auszukommen. Auf Gegner angewendet, konnte sie die Atmung dieser so verlangsamen, dass sie in kurzer Zeit in Ohnmacht fielen. Wenn die Fähigkeit jedoch zu lange angewendet wurde, konnte sie auch zum Tod führen. Eine weitere Möglichkeit war die Fähigkeit des Machtkörpers einzusetzen. Durch diese Fähigkeit konnten Machtnutzer ihre Körper über das hinaustreiben, was ihre Körper sonst dazu gebracht hätte, aufzugeben. So konnten Schmerzen und Warnsignale des Körpers wesentlich länger ignoriert werden, ohne dass sich der Körper heruntergefahren hätte und in Ohnmacht gefallen wäre. Die Fähigkeit genannt Blitzschlag funktionierte ähnlich, nur dass diese bewirkte, dass bestimmte traumatische Erinnerungen komplett aus dem Gedächtnis getilgt wurden. Um sich vor Kälte zu schützen, konnten Machtnutzer die Fähigkeit Tapas einsetzen, mit der sie mithilfe der Macht ihren Körper warm halten konnten. Mithilfe der Machttarnung konnten Machtnutzer ihre Machtkräfte vor anderen Machtnutzern verbergen oder sich sogar ganz von der Macht abschneiden, um von anderen nicht als Machtnutzer erkannt zu werden. Die Fähigkeit der Machtunsichtbarkeit sorgte hingegen dafür, dass der Nutzer für eine kurze Zeit vollkommen unsichtbar wurde. Er konnte mit der Macht dafür sorgen, dass kein Licht mehr von ihm reflektiert wurde und er keine Schallwellen erzeugte, wodurch er für die meisten Wesen komplett unsichtbar wurde. Machtnutzer konnten aber auch genau das Gegenteil tun. Mit der Doppelgängerfähigkeit konnten sie quasi durch die Macht einen eigenen Klon projizieren, durch dessen Sinne sie auch Eindrücke wahrnehmen konnten.
Dieser Doppelgänger konnte sogar durch die Kraft der Telekinese Objekte bewegen, was, wenn es geschickt gemacht wurde, so aussehen konnte, als ob er mit diesen Objekten interagiert und sie wirklich anfasst. Natürlich gab es auch einige Fähigkeiten, mit denen Machtnutzer sich und andere heilen konnten. Eine dieser Fähigkeiten war das Entgiften. Mit dieser Fähigkeit konnten die Nutzer Gift in ihrem Körper entgiften oder in einer viel schnelleren Zeit ausscheiden. Natürlich gab es auch noch andere Machtfähigkeiten, mit denen geheilt werden konnten. Diese waren jedoch für eine der beiden Seiten spezifisch, deshalb werde ich diese euch in den Videos zur hellen und dunklen Seite vorstellen. Mit der Kraft der Machtbarriere konnte jedoch schon vorher verhindert werden, dass der Machtnutzer zu Schaden kam. Mit ihr konnte eine Barriere um den Nutzer herum geschaffen werden, die verhinderte, dass Energie oder Materie hindurchkam und dem Nutzer schaden konnte. Abschließend gehört auch noch die Fähigkeit, sich nach dem Tod als ein Machtgeist zu manifestieren, mit unter die Kategorie der Kontrolle. Um die Fähigkeiten der Kontrolle zu erweitern, konnten ältere Schüler die Fähigkeiten des Spürens erlernen. Dies sollte ihnen ein besseres Verständnis über die lebendige Macht und zudem über ihre Umgebung geben. Die Fähigkeiten des Spürens konnten in die vier Oberkategorien Prima Vitae, Tactus Otium, Taivordraxel oder Psychometrie und Telepathie eingeteilt werden. Die erste Oberkategorie, das Prima Vitae, beschrieb dabei Fähigkeiten, mit denen Lebensformen durch die Macht gespürt und lokalisiert werden konnten. Ähnlich beschrieb die zweite Oberkategorie, das Tactus Otium, Fähigkeiten, die die Macht in Wesen und Objekten spürten. Mit diesen konnte man die Stärke der Macht in Wesen erfühlen und spüren, ob Objekte oder Orte in Berührung mit der hellen oder dunklen Seite der Macht gekommen sind. Die dritte Kategorie, der Psychometrie, beschrieb hingegen Fähigkeiten, die es dem Nutzer erlaubten, Informationen von Objekten zu erlangen. So konnte ein Nutzer dieser Fähigkeiten zum Beispiel herausfinden, wer das bestimmte Objekt vor einiger Zeit berührte. Die letzte Oberkategorie war die Telepathie. Fähigkeiten dieser Kategorie erlaubten es, Gedanken anderer zu lesen, zu verändern und rein über Gedanken zu kommunizieren. Es gab auch noch Fähigkeiten des Spürens, die nicht in diese Oberkategorien eingeteilt werden konnten, jedoch wurden diese vier Kategorien vom Jedi-Orden als die Hauptbestandteile des Spürens angesehen. Unter den Oberbegriff des Spürens fielen aber auch Kräfte, die die Sinne des Nutzers um ein Vielfaches verbesserten. So gab es die Fähigkeiten des Machtgeruchs, des Machthörens, der Machtsicht und der Schattensicht. Diese Fähigkeiten verbesserten den Geruchssinn, den Hörsinn und das Sehen bei Licht und in der Dunkelheit. Eine Fähigkeit, die so ähnlich klingt wie die Machtsicht, war die Fähigkeit der Weitsicht. Mit dieser konnte der Nutzer vage Dinge sehen und wahrnehmen, die an anderen Orten und oder zu anderen Zeiten passierten. Die Fähigkeit der Präkognition funktionierte ähnlich, nur dass diese die Nutzer vor unmittelbar in der Zukunft liegenden Gefahren warnte, wodurch die Nutzer dieser Fähigkeit Zeit bekamen, um sich auf diese Gefahr vorzubereiten oder ihr auszuweichen. Machtnutzer, die sich im Spüren stark trainierten, konnten auch die Fähigkeit der Machtempathie erlernen, wodurch sie Gefühle und Absichten anderer Personen in ihrer Nähe spüren konnten. Die Fähigkeit des Begreifens der Sprache tat im Prinzip genau das. Durch diese konnten ihre Nutzer die Sprache verstehen, mit der oder demjenigen sie gerade sprachen. Jedoch traf das nur auf das Verstehen zu. Selber sprechen konnten sie die Sprache dadurch nicht. Abschließend gibt es noch die Fähigkeit des Machtverschmelzens. Durch diese konnten Machtnutzer ihre Gedanken verschmelzen und zusammen Kraft aus der Macht ziehen, was sie alle zusammen stärker machte. Das waren auch schon alle Machtkräfte für dieses Video. Im Video nächste Woche Mittwoch wird es dann alle Kräfte des Veränderns geben, die sowohl von Jedi als auch Sith genutzt wurden. Und in den beiden Wochen danach wird es dann, wie gesagt, Videos über die Kräfte der Jedi und die Kräfte der Sith geben. Aber was sagt ihr? Welche dieser Kräfte fandet ihr am coolsten und welche am stärksten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet und auf die Glocke klickt. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte, da habe ich euch ein Video mit den 5 stärksten Machtkräften der Sith und ein Video darüber, warum alle Venator-Kreuzer vom Imperium ausgetauscht wurden, dagelassen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!